Hallo und herzlich willkommen hier bei Erikas Selbstgemacht. Heute möchte ich euch gern diesen leckeren, saftigen Rhabarber-Streuselkuchen zeigen, der sich über viele Tage hält. Als allererstes kümmern wir uns mal um den Rhabarber. Den waschen wir gut ab. Anschließend schneiden wir die Enden ab. Und danach schneiden wir ihn einfach in kleine Stücke. Die Haut lassen wir dieses Mal dran. Wenn ihr dickere Stangen habt, halbiert die und schneidet sie dann klein. Wir benötigen 500 Gramm kleingeschnittenen Rhabarber. Über den geschnittenen Rhabarber geben wir jetzt einen Esslöffel Zucker und einen Teelöffel Zimt und vermengen das Ganze. Ist dieses geschehen, stellen wir es so lang zur Seite. Jetzt machen wir den Kuchenteig. 200 Gramm weiche Butter geben wir in eine Rührschüssel mit 150 Gramm Zucker und eine Prise Salz. Das Ganze wird jetzt so lang cremig gerührt, bis sich die Zuckerkristalle aufgelöst haben. Wir benötigen insgesamt 3 Eier. Die sollten zimmerwarm sein. Die geben wir jetzt nach und nach in den Teig hinein. Und 2 Esslöffel Milch. Und Zitronenschale. Die Zitrone sollte natürlich unbehandelt sein und im Vorfeld einmal mit heißem Wasser gut abwaschen. Die Zitronenschale wird dann einmal untergerührt. In 200 Gramm Weizenmehl Typ 405 geben wir einen gehäuften Teelöffel Backpulver hinein. Das Ganze verrühren wir einmal miteinander. Anschließend geben wir das Mehl löffelweise in den Teig hinein. Wenn das Mehl komplett im Teig ist, nur noch ganz kurz unterrühren. Und dann ist der Kuchenteig fertig. Den Backofen heizen wir jetzt schon mal vor auf 180 Grad Ober- und Unterhitze. Ich habe jetzt hier eine Springform, die hat 24 cm Durchmesser. Die habe ich mit Backpapier ausgekleidet und die Ränder mit Butter eingefettet. Und da kommt jetzt der Kuchenteig gleichmäßig hinein. Auf den Kuchenteig geben wir jetzt unseren vorbereiteten Rhabarber. Den verteilen wir einfach darauf. Und jetzt machen wir noch die Streuseln. 150 Gramm Weizenmehl Typ 405 geben wir jetzt 50 Gramm kernige Haferflocken hinein. Gefolgt von 100 Gramm Zucker und ein Päckchen Vanillezucker und 100 Gramm kalte Butter. Jetzt nehmen wir einfach unsere Hände zur Hand und machen Streusel daraus. Das geht am allerbesten. Ihr könnt natürlich auch vorher einen Knethaken nehmen, aber ich mache es gleich mit den Händen. Die fertigen Streuseln verteilen wir dann gleichmäßig über den Rhabarber. Der Kuchen kommt jetzt in den vorgeheizten Backofen. Bei 180 Grad Ober- und Unterhitze. Gebt ihn auf das untere Drittel des Backofens. Und hier darf er jetzt für 50 bis 55 Minuten backen. Gefällt dir mein Kanal und meine Rezepte? Würde ich mich riesig freuen, wenn du mich kostenlos abonnierst. Den Kuchen lassen wir dann goldbraun backen. Wir geben ihn dann auf ein Abkühlgitter und lasst ihn einmal in der Form komplett auskühlen. Ich wünsche euch jetzt ganz viel Spaß beim Nachbacken dieses leckeren, saftigen Streuselkuchens, der sich über viele Tage hält. Vielen Dank für eure Zeit und ich wünsche euch alles Gute. Ich würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal auch wieder dabei seid, hier bei Erikas Selbstgemacht. Macht's es gut, bis zum nächsten Mal. Servus!
Und hier könnt ihr noch sehen, wie saftig der Kuchen ist. Mmh, einfach lecker!